Ich kann nicht aufstehen, in die Vergangenheit rennen und den Start dieser Geschichte verändern. Aber ich kann jetzt aufstehen und ich kann das Ende selber schreiben. Vor ein paar Monaten hat mir meine kleine Tochter eine Frage gestellt. Ich war mit ihr in Griechenland am Meer, ich lag auf der Sonnenliege, sie hat im Sand gespielt und ich merke irgendwann, wie sie mich die ganze Zeit anstarrt und irgendwas sagen will. Plötzlich kommt sie, sagt: Mama, warum hast du so viele Narben? Ich denke, jeder Mensch, der eine Narbe hat oder vielleicht mehrere, der kennt die Geschichte, der kann sie sofort erzählen, wann, wo, wie, was passiert ist. Ich jedoch konnte das meiner Tochter nicht beantworten. Warum, erzähle ich euch jetzt. Liebes Tagebuch, meine Tochter ist mittlerweile 4 Jahre alt und hat mir vor kurzem die Frage gestellt, vor der ich mich so sehr gefürchtet habe. Obwohl ich mich seit Jahren darauf vorbereite, hatte ich keine Antwort für sie. Da sie noch sehr jung ist, konnte ich das Thema schnell wechseln, ohne dass sie es merkt. Aber früher oder später wird sie es erfahren müssen. Und was dann? Soll ich es ihr wirklich so erzählen, wie es war, wie es zu meinen 12 Narben kam? Dass ich mich vor knapp 10 Jahren in ihren Papa verliebte und damit das schwierigste Kapitel meines Lebens begann. Dass ich als kleines Mädchen in der Schule gemobbt wurde und meine Eltern mir helfen wollten, indem sie mich zum Sport brachten, um mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Turnen, Schwimmen, Reiten, Tanzen und Co. Nichts half mir. Nur das Boxen. Mein Papa nahm mich damals mit ins Training als letzten Ausweg. Dass ich 15 Jahre, nachdem ich als kleine Heulsuse im Boxgym stand, nun Weltmeisterin war. Doppelte sogar. Das alles ohne einen Boxstall und TV-Sender. Alles in Eigenregie mit meinem Papa. Ich war eine Selfmade-Weltmeisterin. Dass ich TV-Sender bezahlte, damit sie meine Kämpfe ausstrahlen, um damit eine weltweite Einschaltquote von 22 Millionen Zuschauern zu erreichen. Und plötzlich verliebte ich mich mit 25 Jahren das erste Mal. Meine Welt veränderte sich und ich merkte, dass es auch etwas ganz anderes gibt, das mich genauso glücklich macht wie mein Boxen. Es war die Liebe, die ich bisher nicht kannte. Da merkte ich, dass auf dem Weg mit meinem Papa jedoch etwas schiefgelaufen ist. Ganz gewaltig. Ich musste gegen den Mann, der mich liebte wie sein eigenes Kind, mich adoptierte und zur Weltmeisterschaft führte, kämpfen. Bis zum bitteren Ende. Dass ich monatelang in Todesangst lebte, da er mich bedrohte. Und plötzlich stand ich vor einem erneuten WM-Kampf in Berlin. Ich bereitete mich vor. In 5 Minuten sollte ich den Boxring betreten. Die Tür meiner Kabine ging auf. Mein Papa stand da. Nicht, um mich noch einmal vor dem Kampf zu umarmen, wie er es 15 Jahre lang machte, sondern um auf mich zu schießen. 4 Kugeln durchbohrten meinen Körper. Meine Hand, mein Knie und beide Füße hat er gezielt getroffen. Wir standen in der Kabine und er weinte plötzlich, während ich um mein Leben kämpfte. Nein, liebes Tagebuch, ich will meiner Tochter von den Momenten erzählen, in denen mir jeder sagte, das klappt nicht, das kannst du nicht. Meine Antwort immer war, ach ja, dann setz dich hin und schau mir zu, denn das ist meine Geschichte. Die Zeit nach dem Attentat war natürlich grauenvoll. Ich war mehrere Wochen im Krankenhaus, ich wurde alleine in den ersten 3 Wochen 14 Mal operiert, alles mit Vollnarkose, ich wurde vollgepumpt mit allen Schmerzmitteln, die es gibt. Ich kann mich an viele Momente gar nicht mehr erinnern. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die Stimmung in meinem Krankenzimmer negativ war. Egal wer reinkam und mich natürlich so sah, war traurig, wusste nicht, was er sagen sollte. Ich meine, da gibt es ja auch nicht wirklich was zu sagen, keiner hat es verstanden. Und es hat auch meine Stimmung runtergezogen. Ich habe plötzlich nur noch negativ gedacht. Ich war unfassbar traurig, ich war schockiert. Mir wurde einfach der Boden unter den Füßen weggerissen. Die Prognosen der Ärzte waren leider auch nicht gut. Nach jeder OP kamen sie mit irgendeiner schlimmeren Prognose, die zum Beispiel waren: Rolla, das eine Knie konnten wir einigermaßen retten, da wurden nur die Weichteile getroffen. Das andere Knie, da ist das ein sehr großes Problem, da ich ja vorher schon viele Sportverletzungen in dem Knie hatte.
und bei dem Attentat alle Bänder gerissen wurde, wird es wahrscheinlich auf ein künstliches Kniegelenk hinauslaufen. Deine Füße werden wir versteifen müssen, du wirst hinken, du wirst einen Gehstock vielleicht brauchen, das heißt, du wirst nicht normal laufen können. Und die größte Baustelle war meine Hand. Du wirst kein Gefühl haben, deine Nerven sind komplett verletzt, deine Sehnen wurden gerissen, du kannst also nicht alle Finger so bewegen, wie du willst. Du wirst wahrscheinlich neu schreiben lernen und der Knochen ist komplett zerschmettert worden. Also man musste mir von der Hüfte Knochen entfernen und ihn da einsetzen, damit einfach eine gewisse Stabilität in der Hand war. Vom Boxen hat kein Mensch geredet. Also das hat man einfach beiseite geschoben, so wir gucken einfach, dass sie überhaupt ein normales Leben führen kann. Ich habe auch nicht mehr wirklich ans Boxen gedacht, beziehungsweise geglaubt. Ich wollte einfach nur normal sein. Meine Stimmung war bei Null, beziehungsweise bei minus 300. Bis die Physiotherapeutin kam. Das war so ein ganz junges Mädel, voll das Energiebündel. Die kam dann rein, hat die Tür aufgeknallt. Hey Rola, guten Morgen. Heute machen wir deine ersten Schritte. Ich glaube, ich lag da schon 4 Wochen im Krankenhaus. Und ich denke mir so, was hat die für ein Problem? Was sind schon ein paar Schritte? Also so eine Euphorie hat man vor dem WM-Kampf oder so. Ja, dadurch, dass ich natürlich mehrere Wochen nur da lag, war das nicht mehr ganz so einfach. Sie hat mir dann geholfen, dass ich mich erstmal aufsetze im Bett. Hat nicht ganz funktioniert, mein Kreislauf hat nicht mitgespielt. Das haben wir dann ein paar Mal machen müssen. Irgendwann saß ich, meine Füße wurden aus dem Bett gelupft und da war dann so ein hässliches Ding, so eine Gehhilfe. Weil ich konnte ja nicht wirklich laufen, also ich konnte nicht mit Krücken auf einmal laufen. Ich hatte hier einen externen Fixateur mit einer großen Schiene, ich hatte 2 große Schienen an den Knien, ich hatte 2 Robocop-Schuhe, die so hoch waren an jedem Fuß. Und da war es natürlich schwierig und deshalb habe ich dieses Gerät gebraucht. Und dann sagt sie, Rola, stell dich kurz auf, halt dich fest und mach einfach 3 Schritte, das reicht für heute. Klar, mache ich doch. Ich habe es probiert, es ging natürlich nicht. Irgendwann habe ich es geschafft zu stehen, habe mich da so festgehalten und dann fangen meine Knie an zu zittern. Ich habe 9 Kilo abgenommen in der Zeit, ich hatte keine Muskulatur mehr, meine Beinchen waren so, heute leider nicht mehr, so, ich hatte 0 Kraft, ich hatte gar nichts mehr. Nichts war mehr, war wie es früher war. Und dann wollte ich laufen und dann ist mein Kreislauf zusammengebrochen. Dann bin ich ins Bett gefallen und habe dann angefangen zu weinen. Und dann sagte sie zu mir, hey Rola, du bist heute schon mal ein ganzes Stückchen vorwärts gekommen. Also du bist gestanden, du bist aus dem Bett raus. Das kriegen wir die nächsten Wochen hin. Ich komme in ein paar Tagen, ruhe dich aus. Die Physiotherapeutin hat dann den Raum verlassen und hat mich allein in meinem Zimmer gelassen. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. War ja eigentlich nichts Neues. Ich habe die ganzen Wochen davor geweint, jeden Tag. Aber ich habe aus einem ganz anderen Grund geweint diesmal. Ich habe davor geweint wegen dem, was passiert ist. Ich habe über meine Vergangenheit geweint, ich habe über das Attentat geweint. Und jetzt habe ich plötzlich geweint aus Angst. Ich hatte Angst, dass das so bleibt. Dass dieser Zustand, der gerade herrscht, dass das meine Zukunft ist. Und irgendwann habe ich mich beruhigt und da habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht denn die Rola in 5 Jahren aus? Wie stelle ich sie mir vor? Und ich habe einen glücklichen Menschen gesehen, ich habe mich mit meinem damaligen Freund gesehen, mit Kindern und ich habe mich im Boxring gesehen. Und dann kam mir eigentlich so ein ganz simpler, einfacher Gedanke und der war, wenn du es dir vorstellen kannst, so wie du dir 15 Jahre lang vorgestellt hast, dass du Weltmeisterin bist, dann kannst du es auch machen. Es liegt nur in unseren Gedanken. Und dann war mir klar, ich kann nicht aufstehen, in die Vergangenheit rennen und den Start dieser Geschichte verändern. Der wurde geschrieben. Was passiert ist, ist passiert. Das können wir nicht verändern. Was vor 2 Sekunden passiert ist, ist vorbei. Aber ich kann jetzt aufstehen und ich kann das Ende selber schreiben. Mit diesen Gedanken bin ich eingeschlafen. Am nächsten Morgen wache ich auf, im selben Zimmer, im selben Krankenhaus, derselbe Mensch. Plötzlich war mir bewusst, dass schon seit Wochen, es war Frühling, die Sonne ins Zimmer knallt,
Es war total hell, total schön. Auf einmal merke ich, dass ja an der ganzen Wand schöne Bilder waren von Kindern, von Schulklassen, die mir schöne Bilder gemalt haben, die mir Grußkarten geschickt haben. Mein ganzes Zimmer war voll mit schönen Blumen. Ich hatte überall Kuscheltiere. Und das ist mir die Wochen davor gar nicht bewusst geworden. Ich habe sie gesehen, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Und da dachte ich mir, okay, mein Leben ist meine Verantwortung, es ist mein Handeln. Ich bin dann selber aufgestanden, habe mich ins Bett gesetzt, habe meine Beine rausgehängt, hat natürlich ein paar Versuche gebraucht dafür, habe dieses hässliche Ding genommen, habe es hingestellt und bin aufgestanden. Die Tür war vielleicht 2-3 Meter entfernt von meinem Bett. Ich habe bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um dahin zu kommen, aber es war mir egal. Ich wollte einfach dahin. Ich bin dahin gelaufen, habe Gott sei Dank gibt's so Türöffner in den Krankenhäusern, weil die Tür hätte ich nicht aufgekriegt, habe den Knopf gedrückt, die Tür ging auf und ich bin raus in den Flur. Am Ende des Flurs stand mein damaliger Freund. Der hat sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht, weil den ganzen Tag laufen da so Robocops mit Krankenhaushemdchen durch die Gegend. Da dachte ich, okay, der Nächste, der übt, bis er gemerkt hat, dass ich das ja bin. Und ich denke, da hat er auch gespürt, dass dieser Kampfgeist, dieser Siegeswille, den ich ja immer hatte, der mal kurz Pause gemacht hat, wieder erwacht ist. Und dass er gemerkt hat, okay, jetzt hat sie es selber gecheckt und jetzt braucht sie einfach nur jemand, der sie stützt. Meine Genesung ging natürlich viel schneller plötzlich. Ich bin viel früher aus dem Krankenhaus entlassen worden, saß natürlich danach im Rollstuhl, aber auch nicht so lang, wie die Ärzte eigentlich gedacht hatten, bin dann zu den Krücken gewechselt, auch nicht sehr lange und irgendwann dürfte ich so ganz normal die ersten Schritte machen, als ich dann auch ein bisschen Muskulatur hatte und die Beweglichkeit wieder da war. Wir sitzen in einem Café und da merke ich, dass mein Freund genauso verrückt ist wie ich. Da haben sich wirklich zwei gefunden. Und dann sagt er zu mir, Schatz, guck mal, da machen wir mit. Und ich gucke ihn an, denke mir, was ist mit dem los? Da stand Einstein-Marathon in Ulm. Und ich so, what? Ich bin vor 2 Wochen noch mit Krücken gelaufen und jetzt soll ich einen Marathon mitlaufen. Der so, nein, wir laufen keinen Marathon, da gibt es 5 oder 10 Kilometer Läufe, das machen wir. Das ist unser nächstes Ziel und das ziehen wir durch. Egal, wie schnell du läufst, Hauptsache wir schaffen das. Gesagt, getan, ins Fitnessstudio, jeden Tag auf dem Laufband gewesen. Hab das dann gemacht, bin diesen Lauf, das war der schlimmste Lauf meines Lebens. Ich bin als Leistungssportlerin viel gelaufen, aber diese 5 Kilometer haben mir alles abverlangt. Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Ich hatte sehr oft Situationen, wo mein Körper aufgeben wollte, aber alles nur da oben gesteuert wurde und einfach nur auf Durchzug geschaltet. Ich habe es gemacht. Ich bin die 5 Kilometer durchgelaufen, bin durch die Ziellinie und da merkte ich plötzlich, dass die ganzen Zuschauer, die ganze Presse da stand und gejubelt hat, als ob ich eine Weltmeisterschaft gewonnen habe. Wo ich mir denke, okay, irgendwas habe ich hier in den Leuten geweckt. Und da habe ich gemerkt, dass ich den Menschen mit so einem popligen 5 Kilometer gezeigt habe, dass man wirklich vieles erreichen kann. Und jetzt war mir klar, dass ich denen zeigen musste, dass man alles erreichen kann. Einige Wochen danach habe ich mich vor die Presse gesetzt. Ich habe noch nicht mal ein einziges Boxtraining gemacht. Ich hatte noch Schrauben und Schienen in der Hand. Alles voll mit Metall. Ich durfte noch gar nicht zuschlagen. Habe mich dabei hingesetzt, habe mich selber verpflichtet und habe vor der Presse verkündet, ich kämpfe nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass sich viele gedacht haben, die hat zu viel Schläge auf ihren Kopf gekriegt in ihrer Karriere, die ist nicht mehr ganz dicht. Aber es war mir egal. Genau da kam wieder die Antwort von mir, okay, dann setzt euch einfach hin und schaut mir zu. Die Vorbereitung auf den Kampf war natürlich unheimlich hart. Es war sehr, sehr schwer. Abgesehen von der körperlichen Vorbereitung musste ich mich natürlich auch psychisch darauf einstellen, wieder in eine Umkleidekabine zu gehen, dieses ganze Drama, dieses Trauma nochmal erleben zu müssen. Und 21 Monate, nachdem ich angeschossen wurde, stand ich in Ulm vor knapp 7000 Zuschauern in der Ratiopharm Arena und durfte um die WM kämpfen. 21 Monate, nachdem jeder Boxexperte gesagt hat, die ist weg vom Fenster, die Karriere ist vorbei,
mit diesen Verletzungen und mit diesem Trauma schafft ihr das nie wieder da anzuknüpfen, stand ich da oben mit einer Frau, die unter den Top 5 der Weltrangliste war, also die wirklich Weltklasse-Niveau hatte. Ich durfte 10 Runden kämpfen und ich habe den Kampf verloren nach Punkten. Aber ich kann euch sagen, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich nach einem Boxkampf wie nach dieser Niederlage. Meine Gegnerin hat 3 richtig geile WM-Gürtel gewonnen, die sind auch voll schwer. Aber ich habe den Kampf zurück ins Leben gewonnen und der war für mich einfach viel, viel, viel wertvoller. Aber wie man mich natürlich so kennt, wollte ich so nicht abtreten. Ich habe gesagt, nein, entweder ganz oder gar nicht. Ich gehe nicht von dieser Bühne mit dem Versuch, sondern ich gehe erst, wenn ich es geschafft habe. Einige Monate später habe ich wieder um die WM geboxt, habe gewonnen, habe den Titel mehrmals verteidigt und bin am Schluss mit 3 WM-Gürteln abgetreten und habe einfach gezeigt, dass wenn du die mentale Einstellung hast und vor allem, wenn du selber an das glaubst, was du dir wünschst oder was du erzählst oder was du denkst, dann kannst du es einfach schaffen. Und es ist so oft im Leben, dass Menschen oder einfach das Leben selber, die Umstände, dir sagen, hey, das klappt nicht, hör auf. Aber dann, ich hoffe, ihr kennt die Antwort, ich wünsche mir heute nur, dass ihr von mir eine Message mitnehmt. Wenn das nächste Mal jemand zu euch sagt, das klappt nicht, dann antwortet einfach, okay, dann setz dich hin und schau mir zu. Dankeschön. Danke, 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 danke. Dankeschön.